Sie diskutieren gerade über den Wiederaufbau der Ukraine, über die eurotransatlantische Integration, während in der Ukraine ein Krieg tobt und während dieser Krieg immer brutalere Ausmaße annimmt. Und Sie diskutieren das, ohne eine einzige Initiative für ein Ende des Krieges ergriffen zu haben. Sie tun das, indem Sie beispielsweise alle Friedensinitiativen, diplomatischen Friedensinitiativen, die es gab, egal ob aus Brasilien, aus Afrika, aus China oder von Herrn Guterres, beiseite wischen. Nicht nur das, Sie befeuern diesen Krieg immer weiter mit Waffen und sagen der Bevölkerung in Europa, sie sollen den Gürtel enger schnallen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, glauben Sie ernsthaft, Sie werden die Ukraine in die NATO aufnehmen oder in die EU aufnehmen, während dort ein ganz brutaler Krieg läuft? Sie müssen etwas unternehmen, damit dieser Krieg endet. Und ich sage Ihnen ganz deutlich, die NATO ist nicht Teil der Lösung. Sie ist Teil des Problems. Die USA erklärt bereits heute, sie werde die Ukraine nicht nur unterstützen, sondern komplett neu gestalten. Ich dachte, es ginge um Souveränität, um Selbstbestimmung. Woher nehmen Sie sich das Recht raus, die Ukraine neu gestalten zu können? Ja, Russland führt einen brutalen, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Und dieser ist zu verurteilen. Aber Russland macht das, was die NATO zuvor in Jugoslawien, in Afghanistan und in anderen Ländern dieser Welt gemacht hat. Mit gleichen Lügen begann Russland einen Krieg. Und deshalb sage ich ganz deutlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie wollen, dass die Bevölkerung sich in Europa an Krieg gewöhnt? Deshalb gibt es Initiativen wie Air Defender. Die Bevölkerung wird sich nicht an diesen Krieg gewöhnen. Je länger er dauert, umso mehr wird die Ablehnung aus der Bevölkerung stärker werden. Umso mehr wird die Bevölkerfreundschaft einstehen und für Frieden. Kollege, could you finish? Thank you.